Am 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München, beziehungsweise nicht empfangen die Bayern, sondern empfangen die Darmstädter den FC Bayern München. Letzte Woche haben die Bayern ja phänomenal mit 8:1 gegen Mainz 05 gewonnen. Ein absolutes Schützenfest, was da gefeiert wurde nach dem Weiterkommen in der Champions League. Jetzt haben die Bayern inzwischen auch schon ihren Gegner für das Spiel. Und zwar wird es Arsenal in der Champions League sein. Und jetzt ist ja erstmal die Länderspielpause, danach Dortmund, dann nochmal Bundesliga und dann geht es in die beiden Viertelfinalspiele in der Champions League. Also sehr, sehr heiß da bei den Bayern. Bayern München mit zwei Veränderungen zum letzten Spiel. Alexander Pavlovic ist auf der 6 im Zentrum wieder zurück in die Startelf gerückt. Der war ja das letzte Spiel wegen 5 gelber Karten gesperrt. Und als Linksverteidiger hat hier wieder Rafael Guerreiro angefangen. Letzte Woche war es ja Davis, der dann recht früh raus musste, nachdem er da unglücklicherweise einen Schuh ins Gesicht bekommen hat gegen die Zähne. Und dann ausgewechselt werden musste, dafür eben wieder Rafael Guerreiro. Ansonsten die identische Aufstellung zum letzten Mal. Und es ging echt auch schon relativ heiß los. In der 11. Minute wird eine Flanke in den Strafraum geschlagen, der Darmstädter. Die Bayern spielen eine Flanke. Thomas Müller geht da hin und sieht aber, okay, er kommt nicht an den Ball und bremst deswegen so ein bisschen ab. Dann wird er aber von hinten von Holland, dem Kapitän, geschoben und läuft deswegen in den Darmstädter Keeper rein, in Schuhn, der den Ball fallen lässt und Harry Kane verwandelt den dann. Allerdings pfeift der Schiedsrichter schon, während der Torwart Schuhn fällt und den Ball fallen lässt, währenddessen pfeift er schon ab und dann nicht die Chance für Harry Kane, dass das Tor nochmal überprüft werden kann. War eine Fehlentscheidung meiner Meinung nach. Es gab den Freistoß dann für Darmstadt, weil Müller halt wirklich in den Keeper reingeschoben wird und da konnte er einfach nichts gegen machen. Und dann geht's weiter. Die Darmstädter hatten auch nach vorne gute Möglichkeiten. Neuer hat einmal einen sehr, sehr starken Ball von Honsack gehalten, der da nach einem gut kombinierten Angriff der Darmstädter vor dem Tor zum Schuss kam. Aber auch andersrum, die Bayern auch gute Möglichkeiten nach vorne gehabt. Und dann war es Harry Kane, der einen sehr, sehr starken Abschluss hatte aus einer schwierigen Position, der dann geblockt wurde. Und tatsächlich in der 28. Minute, man hat es eigentlich nicht so richtig für möglich gehalten, geht der SV Darmstadt 98 hier tatsächlich in Führung. Es ist wieder ein Konter, ein schneller Angriff. Dyer köpft den Ball erst nicht richtig raus nach dem Angriff, beziehungsweise war er nach dem Abstoß. Und dann wird Dyer auch nochmal ein bisschen stehen gelassen von seinem Gegenspieler. Honsack hat das wieder sehr gut gedribbelt und dann den Ball im Endeffekt für Skarke in der Mitte abgelegt. Und der hat das Ding dann tatsächlich eiskalt verwandelt. Aber die Führung der Darmstädter sollte nicht lange anhalten. Und zwar nur 8 Minuten, denn dann hat Jamal Musiala den Ausgleich erzielen können. Ausgangssituation ist Alexander Pavlovic, der im Zentrum den Ball bekommt, wirklich quasi am Mittelkreis und sich von da aus denkt, ich marschiere jetzt einfach mal. Er schüttelt 2 Verteidiger ab, dann der zweite, den er wirklich im Strafraum hat, da richtig seinen Körper reingestellt, der ist auf den Boden gefallen, dann bringt er den Ball in die Mitte von der Grundlinie. Harry Kane hat einen schlechten ersten Kontakt mit dem linken Fuß, der aber ein guter erster Kontakt war, weil er schlecht war, weil er dann direkt zu Jamal Musiala gesprungen ist und Musiala den von da aus dann aus 4-5 Metern eiskalt am Torwart vorbeigeschoben hat ins Netz und damit dann den 1:1 Ausgleich erzielen könnte. Und vor der Halbzeitpause ging es noch weiter und zwar konnten die Bayern noch auf 2:1 erhöhen. Dank wer auch sonst natürlich Harry Kane mit dem Tor. Joshua Kimmich sehr stark hat sich eben auf der rechten Außenbahn gegen 2 Gegenspieler durchgesetzt und den Ball dann sich weit vorgelegt und den nicht mal richtig erwischt, sondern er hat den im Fallen auch noch von der Linie gekratzt und dann ins Zentrum geschlagen und von da aus war der Ball dann drin zum 2:1. Harry Kane eiskalt per Kopf verwandelt die Flanke, war da vor seinem Gegenspieler eingelaufen. Damit Harry Kane schon wieder das 31. Bundesliga-Tor erzielt, mehrere Rekorde geknackt, einmal persönliche Bestmarke, er hat noch nie in einer Saison in der Liga mehr als 30 Tore geschossen und das ist jetzt hier schon nach nur 26 Spieltagen mit dem FC Bayern München, das ist einfach krass. Und seit Uwe Seeler in der Saison 63-64 ist er der erste Spieler, der in seiner Debütsaison in der Bundesliga über 30 Tore erzielt. Absolut krass, Harry Kane mit weiteren Rekorden. Und dann in der 64. Minute erhöhen die Bayern auf 3:1. Es ist ein schneller Einwurf von Thomas Müller, der Jamal Musiala anwirft und der dann einfach wirklich mit dem Dribbling erst rechts relativ nah an der Grundlinie schon ist, nochmal ein bisschen hochzieht in den Strafraum, dann in die Mitte, ungefähr auf Höhe des Elferpunkts und dann von da aus einfach in die Mitte zieht. Da war kein Verteidiger dann bei, wo auch immer die Verteidiger waren in der Szene.
Jamal Musiala kann dann auf jeden Fall sich in den Strafraum tanzen, hat er alle Darmstädter zum Tänzen eingeladen. Generell, der Mann hat wirklich gemacht, was er wollte. Der war so gut heute, wirklich, das war Weltklasse-Niveau. Wenn der so weiter spielt, ich habe schon oft gesagt, wenn der diese Form hält bis zur EM, auch klopfen wir auf Holz, dass es so bleibt. Und auch wenn jetzt diese Form hält, dann wird das richtig, richtig geil, was Deutschland spielen könnte. Und dann schließt er auf jeden Fall bei diesem Tor relativ schlecht ab, zentral. Aber der Keeper hat den zum Glück durch die Beine durchgelassen. Schon mit seinem, ich glaube, 63. Gegentor in dieser Saison. Der Kerl hat es auch nicht so einfach. Dann haben die Bayern etwas später gewechselt. Dreifach Davis, Gnabry und Matthijs Tel kamen für Sané, Thomas Müller und Rafael Guerreiro. Und genau 3 Minuten hat es gedauert. Dann erhöht Serge Gnabry auf 4:1 für den FC Bayern, auf 1:4. Und es ist wieder Jamal Musiala mit der Vorlage. Er hat hier 2 Tore selber geschossen und noch 1 vorgelegt. Richtig, richtig stark. Einen super Pass für Gnabry in die Tiefe geschickt und Gnabry kommt dann auch genau passend an und konnte diesen Ball dann mit links am Keeper vorbeischieben. Das ist das 4:1 für die München. Und das war es noch nicht ganz. Noch gar nicht überhaupt, denn es sind noch 2 weitere Tore gefallen. Einmal von Matthijs Tel in der 93. Spielminute. Es gab übrigens viel Nachspielzeit, weil sich Harry Kane kurz vorher verletzt hat, als Musiala fast sein 3. Tor erzielt hatte und einen Lupfer an die Latte gesetzt hat, versucht Harry Kane dann noch irgendwie reinzuspringen, um diesen Ball zu verwandeln, rutscht dann mit dem Standbein weg und ist dann voll in den Pfosten gekracht. Das sah auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus. Danach wurde er ausgewechselt, dann kam Choupo. Und auch Pavlovic hat sich in dieser 2. Halbzeit verletzt und dafür kam dann Leimer. Also hier ordentlich Nachspielzeit, 8 Minuten an der Zahl. In der 3. davon erhöht Matthijs Tel auf 5:1, auf das 1:5. Auch wieder er leitet den Angriff selber ein über die linke Außenbahn, macht da gut Meter, spielt dann auf Choupo-Moting, der den Ball in der Mitte irgendwie kontrolliert und dann nochmal für Matthijs Tel ablegt und der erzielt dann hier das 1:5. Und nochmal 2 Minuten später kommen die Darmstädter irgendwie nochmal nach vorne und Willemsen, der trifft den Ball gar nicht richtig, aber er trifft den Ball irgendwie und dann kullert der vor Bayern Neuer ins lange Eck ins Tor. Das war dann das 2:5 und der Schlusspunkt. Bayern hätte fast noch mal wirklich bis zur letzten Sekunde nach vorne gespielt, noch ein Tor geschossen. Das ist also dann hier im Endeffekt der Endstand. Der FC Bayern München hat dieses Spiel nach 8 Minuten Nachspielzeit mit 2:5 in Darmstadt gewinnen können. Das erste und das letzte Tor wurde von den Darmstädtern geschossen. Zwischendurch haben die Bayern 5 Buden gemacht. Jamal Musiala wieder mit einer Weltklasse-Partie. Der Mann spielt wirklich so, so gut. Letzte Woche 2 Vorlagen und ein Tor geschossen gegen Mainz. Jetzt 2 Tore geschossen und eine Vorlage gemacht. Der Mann ist gerade richtig, richtig stark. Jetzt ist natürlich erstmal die Länderspielpause. Viele, viele Spieler beim FC Bayern werden da fehlen. Unter anderem natürlich Musiala und Kane, die hier die ersten 3 Tore für die Bayern geschossen haben. Aber ein Gnabry ist nicht dabei. Ein Leroy Sané, der ist gesperrt, der ist nicht dabei. Goretzka ist nicht dabei. Ich weiß nicht, ob auch in Asien Länderspielpause ist, ob da auch gespielt wird jetzt zwingend. Ansonsten natürlich potenziell auch ein Min Jae Kim dabei. Sacha Boey ist wieder fit, der ist auch bei Frankreich nicht dabei. Coman wird wahrscheinlich nach der Länderspielpause wieder im Kader sein. Das heißt, gegen den BVB kann man damit rechnen, dass er wieder da ist. Der wird auch immer weiter intensiver trainieren. Dementsprechend haben die Bayern jetzt ein bisschen Zeit, auch ein paar Leute tatsächlich ein bisschen ausruhen zu lassen. Harry Kane, hoffen wir, dass die Verletzung da nicht so schlimm ist. Alexander Pavlovic, Kopf gegen Kopf, das sah auch echt übel aus. Der hatte da ein ganz schön angedetschtes, dickes Auge. Schreib mir gerne deine Meinung zum Spiel in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie du das Spiel fandest. Musiala auf jeden Fall richtig krass. Und wenn du das Video hier am Sonntag guckst, dann check auch meine Spielerbewertung ab. Hau rein, ciao, ciao.